Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Tag 1 der 30-Tages-Challenge. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich habe jetzt vor, 30 Tage am Stück jeden Tag Kraftsport zu machen. Und dann am Ende will ich mal gucken, was passiert. In dem letzten Video gab es, wie gesagt, einen kleinen Formcheck. Ich werde dann nach der 30-Tages-Challenge auch nochmal so einen Formcheck machen und das Ganze miteinander vergleichen. Vielleicht sieht man einen Unterschied, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Heute bin ich jedenfalls noch top motiviert und ich bin noch mal gespannt, wie lange das anhält. Ich versuche, dass ich so schnell wie möglich da eine gewisse Routine reinbekomme. Mein Plan sieht aktuell jetzt aus: Aufstehen, was essen und ja, dann direkt mit dem Sport anzufangen, sodass ich dann damit schon komplett durch bin. Das Gute ist, ich habe jetzt noch die Woche frei, dann kann ich das Ganze etwas mehr verinnerlichen und auch besser jetzt an meinen Tag anpassen. Also jetzt geht es erstmal Frühstück, da habe ich jetzt heute einfach 150 Gramm Haferflocken mit einer Banane und ja komm, ich mache da noch ein bisschen Schokolade rein. Ich meine, wir müssen jetzt eh keine Kalorien sparen oder so. Ernährungstechnisch versuche ich jetzt, dass ich jeden Tag auf 5 Mahlzeiten komme. Dann gibt es hier, ja gut, das ist kein kleiner Snack, aber dann gibt es eine kohlenhydratreiche Mahlzeit vorm Sport. Danach halt die Post-Workout-Mahlzeit und dann noch 3 weitere. Ich denke, damit kann ich nochmal ganz gut meine Kalorien erhöhen, was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn ich halt jeden Tag einen ziemlich hohen Bedarf habe. Für das Training habe ich jetzt immer so eine Stunde eingerechnet. Dann hätte ich insgesamt Frühstück, was hoffentlich eine Viertelstunde dauert. Dann werde ich so eine Dreiviertelstunde bis Stunde warten, dann eine Stunde Sport und dann hätte ich halt morgens, sagen wir mal dann grob gerechnet, 2,5 Stunden, die ich dann für das Ganze aufwende. Mit der Post-Workout-Mahlzeit wird es natürlich ein bisschen mehr, aber da wird es irgendwas Einfaches geben, vermutlich. Irgendwie Rührei, Spiegelei mit Toast oder was weiß ich. Irgendwas Proteinreiches auf jeden Fall. Und dann über den Tag verteilt wieder alles ein bisschen ausgeglichener. Also so viel nur kurz dazu, dann esse ich das jetzt hier eben schnell auf und dann geht's in einer Stunde mit dem Training weiter. So, angekommen im Training, aufgewärmt habe ich mich schon. Wir fangen übrigens wieder mit Bankdrücken an. Davon gibt es jetzt vermutlich 3 Sätze, aber ich trainiere jetzt wieder ganz normal, also ohne HIIT. Vielleicht gibt es hin und wieder mal das Mayo-Konzept, aber da das halt unfassbar intensiv ist und ich keine Regenerationstage habe, wird das nicht in jedem Training vorkommen. Ich werde zwar wieder größtenteils bis zum Muskelversagen trainieren. Gut, es ist hier beim Bankdrücken nicht ganz so möglich, deswegen gibt es hier einfach 3 Sätze. Ich habe jetzt 100 Kilo genommen und ich bin mal gespannt, wie das läuft, weil ich weiß, die letzten Male hatte ich, meine ich, 90. Auch absolut keine Ahnung mehr, wie viele Wiederholungen ich damit geschafft habe. Ausführungstechnisch konzentriere ich mich wieder schön auf die Negative und dass ich auch unten mal so eine Sekunde halte, sodass auch wirklich der Brustmuskel das Gewicht bewegt und nicht irgendwie wieder hier der Bounce-Effekt oder Trizeps, Schulter und so weiter. Deswegen hoffe ich jetzt, dass 100 Kilo gehen, ansonsten muss ich dann gegebenenfalls wieder runtergehen. Im ersten Mal eigentlich gar nicht so schlecht. Ich versuche jetzt aber im zweiten und vielleicht dritten Satz, dass ich unten ein bisschen länger halte, weil es war echt, keine Ahnung, nur so eine halbe Sekunde oder so. Es hat sich für mich viel länger angefühlt, als es das eigentlich war, weil ich mir gerade die Aufnahme einmal angeschaut habe und da kann ich definitiv noch ein bisschen länger unten bleiben. Also davon gibt es jetzt noch 2 Sätze und dann geht's weiter. Bankdrücken ist es durch und sehr interessant, im zweiten Satz habe ich 7 Wiederholungen geschafft und im dritten einfach nur noch 5. Also wirklich einen rapiden Leistungsabfall. Ich würde sagen, der zweite war eigentlich genauso gut wie der erste, weil man beachten muss, dass ich jetzt unten auch ein bisschen länger gehalten habe und das natürlich auch noch ein bisschen Energie benötigt. Von daher mit Satz 1 und 2 sehr zufrieden. Beim dritten, keine Ahnung, vielleicht muss ich mich jetzt wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt 3 Sätze habe anstatt 2. Werden wir dann ja nächste Woche sehen, ob dann da vielleicht ein bisschen mehr geht. Weiter geht's dann jetzt mit Schrägbankdrücken. Ich habe gerade auch schon einen Satz mit 22,5 Kilo hier fertig gemacht und jetzt kommt der erste Arbeitssatz mit 32,5. Hier gibt es dann auch 3 Sätze und ich glaube, da kommt für heute sogar schon die letzte Brustübung. Ich muss mal gucken, weil dann wäre ich bei insgesamt 9 Sätzen, wenn ich dann von der letzten auch 3 Sätze mache. Und ich denke, für den Anfang reicht das dann vielleicht auch. Ich werde vermutlich eher erstmal jetzt in der Woche so bei 3 Übungen ungefähr bleiben, dass ich da auch ganz gut reinkomme und dann jetzt nicht in der ersten Woche schon den Körper komplett überbelaste. Deswegen sollten heute 3 Übungen, 3 Sätze, also insgesamt 9 Sätze eigentlich ausreichen. Oh.
lief eigentlich genauso wie beim Bankdrücken auch. Der erste Satz war ziemlich gut. Ich hatte 10 Wiederholungen und war nicht mal am Muskelversagen. Also vielleicht so 2 wären vermutlich noch gegangen. Und im zweiten Satz waren es einfach nur noch 8 Wiederholungen. Und da hatte ich auch wirklich das Muskelversagen erreicht. Und im letzten weiß ich es gerade nicht. Das waren aber, weiß ich nicht, ich glaube 7 oder so. Im letzten hat sich das Gewicht auch einfach so viel schwerer angefühlt. Schon so ab der ersten Wiederholung. So, keine Ahnung, entweder liegt es daran, weil ich jetzt irgendwie fast 10 Tage Pause hatte. Oder jetzt wirklich an der ungewohnten, ich wollte gerade ungewohnte Belastung. Eigentlich ist ja keine ungewohnte Belastung, weil die Übungen ja auch beim HIIT mit dabei waren, halt nur eben in einer anderen Konstellation. Aber vielleicht reicht das ja schon aus, keine Ahnung. Also weiter geht's jetzt, wie gesagt, noch mit einer Übung. Da gibt es Fliegende von unten und dann gibt's insgesamt 3 Arbeitssätze. Das war jetzt soweit das erste Training. Morgen gibt es Beine, das könnte auch sehr witzig werden, weil ich es heute schon ziemlich anstrengend fand. Es war jetzt zwar vom Volumen her nicht so viel, aber der Körper muss sich da halt erstmal wieder umstellen, erstmal wieder gut ins Training reinfinden nach der kleinen Pause. Und deswegen wird jetzt, ich denke mal, die erste Woche ein bisschen träge. Ich hoffe dann, dass ich die Motivation in der zweiten Woche halten kann. Und ich denke, ab der dritten werde ich dann da eine gewisse Routine haben, dass es mir dann ein bisschen einfacher fällt, aber... Ob das auch alles dann wirklich so ist, werden wir sehen. Vielleicht werde ich auch noch irgendwas an dem Plan ändern, wenn mir etwas nicht gefällt. Aber das wäre dann eher eine Sache für nächste Woche. Für heute werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Natürlich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen beim Beintraining wieder. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis dahin, bleibt gesund und haut rein.